Ja, willkommen bei einem neuen Vendor-Talk von Data Disrupted. Wir haben heute Thorsten Schäfer von Scale Computing hier zu Gast und er wird uns ein paar Fragen beantworten. Hallo Thorsten. Hallo Kerstin. Wunderbar. Thorsten, bitte stell dich doch einmal kurz vor und erkläre in 3 bis 5 nicht zu langen Sätzen, wer ist Scale Computing überhaupt? Was macht ihr? Ja, mein Name ist Thorsten Schäfer. Ich bin bei Scale Computing verantwortlich für den deutschsprachigen und ost- und südeuropäischen Raum. Habe meine IT-Vergangenheit. Ich komme aus der Technik als Administrator über Consultant, bin irgendwann auf die andere Seite der Macht gerutscht, bin eben jetzt seit gut 2 Jahren bei Scale Computing und wir bei Scale Computing, wir machen eine Hyper-Converged-Lösung, fokussiert zum einen in Richtung KMU und Mittelstand und auf der anderen Seite Edge Computing oder Edge-Kunden und Distributed Enterprise, also immer dann, wenn man das Data Center verlassen muss. Und wir haben uns so auf die Fahne geschrieben, wir wollen so ein bisschen das Smartphone oder das iPhone der IT-Infrastruktur sein. Und wollen die Komplexität, die man so kennt, da aus diesen IT-Infrastrukturlösungen einfach reduzieren oder mehr oder weniger ganz rausnehmen. Okay. Edge Computing ist ein interessantes Feld, da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht erzählst du zuerst mal so ein bisschen, woher kommt Scale Computing überhaupt? Was sind eure Wurzeln? Ja, also an sich, wir sind ein US-Unternehmen. Wir sind in Indianapolis beheimatet. Wir haben auch eine Europazentrale, die sitzt in den Niederlanden. Und ja, unsere Wurzeln, ursprünglich haben wir mal ein Storage-Virtualisierungsprodukt entwickelt. Das fing so 2010 an, haben aber sehr, sehr schnell gemerkt, nee, das reicht uns nicht und haben daraus dann eine hyperkonvergente Lösung geschaffen, die es jetzt eben seit ja, fast über 10 Jahren jetzt dann schon am Markt gibt. Also weg vom nur Software-Defined gleich hin in HCI und haben dort jetzt eine Lösung eben Appliance-basiert mit dem ganz, ganz starken Fokus, die Dinge einfach zu machen. Da sage ich immer ganz gerne, komplizierte Software zu schreiben ist sehr einfach. Einfache Dinge zu machen ist sehr, sehr schwer. Da ist was dran, auf jeden Fall. Wo wir schon mal bei den Lösungen sind, du hattest gerade schon HCI mehrfach erwähnt. Was genau sind die Lösungen von Scale Computing? Was genau macht euch aus? Also wir haben aus unserer Sicht die HCI-Lösung am Markt, die den geringsten TCO bietet, die mit Einfachheit besticht. Also wir sind sehr, sehr flexibel, auch in der Skalierung, sonst glaube ich, würden wir auch nicht Scale heißen. Sorry, ja, diese Dinge sind unsere Steckenpferde. Also die Einfachheit steht tatsächlich ganz, ganz weit vorne. Was grenzt eure HCI-Lösungen von denen anderer Hersteller ab? Weil mit HCI gehen ja eine ganze Menge am Markt hausieren, HCI-Lösungen. Was grenzt euch ab? Was macht euch besonders? Ja, das ist Einfachheit richtig. haben wir schon gehört. Was noch? Ja, HCI macht ja jeder oder schreibt sich jeder auf die Fahne. Der Architekt Strukturunterschied ist bei uns, also vor allem im Vergleich zu vielen anderen HCI-Lösungen, dass wir nicht auf einem Hypervisor aufsetzen, sondern quasi Teil des Hypervisors sind und dadurch auch eine andere Storage-Architektur haben. Wir benutzen ein Block-Based Distributed File-System, eines der ältesten, vielleicht das älteste der Welt, und haben ja, dadurch eine Abgrenzung, dass wir deutlich geringer oder deutlich niederlatent sind im Vergleich zu anderen ausgestatteten Systemen, deutlich weniger Ressourcen verschwenden. Das heißt, wir brauchen nicht mehr als 4 GB RAM pro Knoten, den es da gibt. Und das ist quasi nichts, was uns aber auch dazu bringt, genau dieses Thema Edge Computing sehr, sehr forcieren zu können, weil wir da den sozusagen kleinsten HCI-Cluster der Welt dann auch bauen können.
Du sagtest gerade, ihr setzt im Hypervisor auf. Bringt ihr euren eigenen Hypervisor mit oder ist das egal? Nein, das ist nicht egal. Wir bringen unseren eigenen Hypervisor mit, der letztendlich eine Weiterentwicklung von KVM ist. Okay. Dazu gleich eine Frage zur Integration. Wie fügt sich denn HC3 in andere Lösungen ein? Also wenn ich höre, einfach wie ein Smartphone, eigener Hypervisor, der mitgebracht wird. Jetzt weiß ich, dass viele Firmen, die benutzen ja schon Lösungen, sei es für Servermanagement, dass sie SolarWinds oder Sabix haben, oder auch für die Automation im Provisioning wird sehr, sehr viel Ansible, SaltStack, Kubernetes genutzt. Habt ihr da Schnittstellen? Könnt ihr mit denen reden oder ist es völlig zusätzlich, völlig losgelöst davon? Nein, also ja. Wir haben natürlich Schnittstellen. Wir haben eine REST-API, wo das komplette Scale-System sozusagen per Befehlssatz zu steuern ist. Wir haben eine Integration mit Ansible. Wir können Syslog, wir können SNMP, also die gängigen Monitoring-Lösungen können auch mit uns sprechen und vielleicht auch noch als Zusatz, da wir ja Appliances sind, benutzen wir sozusagen immer die Hardware-Monitoring-Schnittstelle. Ich nenne es jetzt mal allgemein IPMI, das nennt ja jeder Hersteller auch anders. Die nutzen wir auch mit, weil wir zum Beispiel in einem Lifecycle, also bei einem klassischen Update, auch dafür sorgen, dass zum Beispiel ein BIOS-Update aufgebracht wird auf das System oder ein Firmware-Update der Netzwerkkarte. Wenn das Update das jetzt aktuell erfordert, dann kümmern wir uns auch um diesen Prozess und haben dann in dem Sinne keine getrennten, ich nenne es mal Reboot-Vorgänge vom Software-Update-Teil und vom Hardware-Update-Teil. Du hast gerade IPMI erwähnt. Es gab vor ein paar Jahren mal Bestrebungen, mit Redfish einen neuen Standard da zu etablieren. Ich kenne den aktuellen Status nicht, aber würdet ihr sowas, unterstützt ihr das auch? Das Weißt du ist das? uns in Anführungsstrichen dann egal. Es muss die drunterliegende Hardware, die wir dann auswählen, dann schlichtweg unterstützen. Also von unserer Sicht gibt es keine Einschränkung. Wir setzen auf dem dann auf, Okay. was uns die Hardware-Plattform bietet. Ihr habt eigene Hardware-Plattformen auch, die ihr mit anbietet. Nein, wir haben keine eigene Hardware. Wir nisten uns da ein bisschen ein, sozusagen. Okay. Zum einen in der ganz kleinen Serie in Richtung Edge Computing gibt es uns auf Intel Nux. Okay. Und wenn es dann größer wird, basieren unsere Systeme aktuell auf Lenovo Hardware. Okay. Ist aber trotzdem egal. Also ich meine, ich weiß, dass ihr auch eine Software habt. Ist es egal, was ich mitbringe? Kann ich auch meine Dell oder Super Micro Server nehmen? Oder gibt es spezielle Empfehlungen, Zertifizierungen von euch vielleicht auch? Nein, wir sind keine Software-Only-Lösung, sondern wir sind eine Appliance. Und Okay. ältere Appliance basieren zum Beispiel auf Dell oder Supermicro. Die arbeiten aber mit den neuen zusammen. Okay. Also das ist auch einer der Unterschiede vielleicht. Das nennt sich bei uns Mix and Match. Wir können Appliances unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Ausstattung, unterschiedlicher CPU-Generation in einem Cluster mischen. Das klingt fantastisch. Also sprich, wenn ich euch einmal wähle, dann kann ich auch über Generationen hinweg mit euch wachsen, schrumpfen, in die Seite, in die Breite gehen und erweitern, je nachdem, welche Generation an Hardware da draußen auch da ist, und muss nicht die gesamte Plattform dann immer homogen halten. Richtig. Also es gibt auch so Lifecycle-Modelle, wo zum Beispiel Kunden sagen, sie starten mit einem Drei-Knoten-Cluster. Der Knoten 1 hat 5 Jahre Wartung, der Knoten 3, 4, der Knoten 2, 4 und der Knoten 3 nur 3 Jahre. Und dann nach 3 Jahren wird der erste getauscht, die dann wieder 5 Jahre Wartung haben. Und so kommt man dann hin, dass man auch nicht zum Beispiel jedes Jahr oder alle 5 Jahre irgendwie einen großen Batzen ausgeben muss, sondern das in leicht verdaubaren Happen hat und nur jedes Jahr ein kleines Stückchen Infrastruktur-Lifecycle hat.
Klingt sehr vernünftig, klingt vor allem sehr ökonomisch auch für die Firmen. Definitiv. Sehr schön. Du hast jetzt schon so viel Edge Computing gesagt und ich habe gelesen, ihr habt kürzlich einen Preis bekommen als ja, ein Award als bester Edge Computing Service Provider. Kannst du vielleicht mal ein bisschen mehr darauf eingehen? Was versteht Scale Computing unter Edge Computing? Was ist Edge Computing für euch? Edge Computing ist für uns alles das, was nicht im Data Center stattfindet. Also Data Center muss nicht ein riesen Data Center sein. Data Center ist auch die zentrale IT. Aber alles dann, wenn ich da nicht mehr bin, wenn ich irgendeine Außenstelle, wenn ich irgendwo auch nur ein Stückchen Compute und Storage irgendwo hinbringen muss, die vielleicht nicht betreut wird, die irgendwo alleine steht oder wie auch immer. Das ist für uns Edge Computing. Also wir haben beispielsweise einige Schiffbetreiber als Kunden. Da laufen Scale Cluster oder Scale Instanzen auf Schiffen, weil unsere Systeme sind auch sehr robust. Weil zum Beispiel wir haben da Kunden, die sich mittlerweile das Thema sparen, wenn irgendein Hardware-Defekt ist, mit dem Hubschrauber aufs Schiff rauszufliegen, um irgendwelche Netzteile, die $30 kosten, tauschen die mit einem Hubschrauberflug für $30.000. Ja, das gab's. Also da waren Ich Kunden kenne solche Fälle, ja. tatsächlich überrascht, wie einfach man die Dinge doch lösen kann. Jetzt ist so, wenn da halt was kaputt ist, ist was kaputt. Da ist genügend Hochverfügbarkeit da und Tausch wird dann gemacht, wenn die Schiffe am Hafen sind. Ja. Ich hatte so einen ähnlichen Fall mal, als ich noch selber aktiv im Vertrieb war, wo es auch um Liegezeiten in den Werften ging und dass Schiffe von unterwegs gemeldet haben, was kaputt ist. Also die waren in permanenter Wartung, haben permanent mit ihrem SAP geredet. Also ist schon echt spannend, was da draußen so passiert. Interessant, dass ihr da auch mit drin seid. Also ist für euch Edge Computing auch tatsächlich mehr als diese klassische Außenstelle, das klassische Remote Office. Wie sieht es im Einzelhandel aus? Ist das auch ein typischer Edge-Anwender für euch? Ja, absolut. Das ist fast unser Lieblingsfall. Komischerweise nicht in Deutschland. Da ist vielleicht der Einzelhandel ein bisschen anders aufgestellt. Aber wir haben Ahold Delhaize als Kunden. Das ist sowas wie der Aldi aus Belgien. Die haben mittlerweile schon über 800 Filialen mit Scale ausgeschattet. Und die haben lange gesucht, haben irgendwann gemerkt, HCI wird wohl das Mittel der Wahl. Und am Ende hat Scale hier das Rennen gemacht, weil unsere Lösung am wenigsten Aufwand in der Administration bedeutet hat. Der IT-Chef von Ahold Delhaize, der sagt immer so ein bisschen aus Spaß, auch er kann gar nicht in jeder Gemüseabteilung in seinen Läden einen ITler verstecken. Weil, also gerade im Benelux, da ist Einkaufen um ein Vielfaches digitaler. Also da gibt es digitale Preisschilder, da gibt es so Kundenbindungsprogramme, da läuft alles digital ab und auch viel, viel mehr Self-Service-Kassen. Das gibt es bei uns relativ selten. Ein anderer Kunde von uns, da gibt es Hamburger und so, die haben so Self-Service-Geschichten. Ich habe in Böhmen, ich bin oft in Tschechien und selbst dort ist in einigen oder gerade in den großen Supermärkten haben die viele, viele Kassen, wo man selbst schon durchlaufen kann, wo der Wagen, der Einkaufskorb einfach gescannt wird. Und auch gut digital. In Deutschland kenne ich eigentlich nur aus der Metro digitale Preisschilder. Das ist wirklich nicht sehr verbreitet. Ja, interessant, wie groß die Unterschiede da auch innerhalb Europas schon sind. Wie sieht denn so eine typische Edge-Lösung von euch aus? Wofür gab es denn überhaupt den Award? Den Award, der gab es letztendlich für unsere HE150-Serie. Das ist diese Edge Computing-System, also auf der Intel NUC-Basis. Das ist aber auch ein flexibles System. Man kann es unterschiedlich konfigurieren mit unterschiedlichen CPUs, unterschiedlichen Memory, unterschiedlichen Diskgrößen. Das ist ein sehr, sehr leistungsfähiges, sehr, sehr robustes System. Da gibt es auch keine drehenden Platten mehr drin, sondern nur noch NVMEs. Wenn man die
die Systeme sieht, denkt man immer, ach Gott, wie süß die doch sind, aber die leisten schon auch was. Also auf so einem ganz normalen HE150-Cluster kann man auch mal locker 20, 25 virtuelle Desktops drauf betreiben. Nicht schlecht. Ja, das ist, ich bin auch immer wieder erstaunt. Gerade diese Intel Nooks, die machen ja schon seit ein paar Jahren von sich reden, wie leistungsfähig die sind. Ich kenne die aus dem Displaybereich. In der Außenwerbung oder in so Kaufhauswerbungen werden die ganz oft eingesetzt in diesen Stählen, die man da kennt, weil die so schön klein sind, wartungsfrei, lüfterlos. Also, oh Gott, Scholte, jetzt mache ich schon eine Werbung für dich. Welche Daran habe ich Branchen alles brauchen richtig denn gemacht. überhaupt Edge Computing? Wir haben schon gerade gesagt, Einzelhandel ist es eine davon. Alles das, was vielleicht wartungsintensiv ist und nicht die Möglichkeit hat, jedes Mal in eine Werkstatt zu fahren, wie so ein Schiff draußen. Was sind denn sonst noch so typische Branchen für Edge Computing? Ja, auch so zum Beispiel in der ganzen Hotelleriebranche wird es ja auch mal digitaler, solche Room Entertainment-Geschichten werden auch gerne mal von so einem Edge-Computer oder von einem Edge-Device dann auch gesteuert. Also da gibt es nicht nur die Retailer, sondern auch ja, immer da, letztendlich, man kann es fast verallgemeinern, immer da, wo IT benötigt wird, aber man keinen ITler dran verhaften kann. Das ist eine schöne Definition, die merke ich mir, die ist echt klasse. Wir wechseln mal ein bisschen das Thema. Wir gehen jetzt mal in die Backstube. Eine gute Fee war heute hier und hat eine Backmischung fertig gemacht für deinen Traumkunden. Erzähl mal, wie müsste der ideale Kunde oder wie sieht der ideale Kunde für Scale Computing aus, wenn du dir einen backen könntest? Mein Lieblingskunde wäre dann schon auch sowas wie eine Art Managed Service Provider, der sozusagen die ganze Palette von Scale dann spielen kann, der bei Kunden kleine Systeme rausstellt, der bei sich einen großen Cluster betreibt, dort Backup as a Service, Disaster Recovery as a Service, Virtual Desktop as a Service bereitstellt, weil wir so flexibel sind, wir können GPUs mitverwenden, sodass so ein MSP ja die ganze Palette sozusagen spielen kann oder bedienen kann. Und wir haben solche Kunden, das noch zu wenige natürlich, wie jeder wahrscheinlich, aber es macht schon Spaß, mit denen zu arbeiten und die Lösung zu erarbeiten, weil die merken dann auch, wie einfach man Plattformen für Kunden dann auch bereitstellen kann. Und natürlich auch das Schöne ist an der Stelle, da zeigt sich auch so das Thema Skalierung mit Scale, weil die fangen an, und zwar nicht so, wie sie vielleicht mal in 5 Jahren sein wollen, weil das wäre zu teuer, sondern die fangen an, so wie sie es jetzt brauchen, mit einem leichten Puffer. Und wenn der Tag kommt, dass die Kunden sozusagen die Systeme voll machen, dann drücken die sozusagen auf den Knopf und bestellen einfach das nächste System. Wir haben auch für solche Kunden dann auch noch ein passendes Abrechnungsmodell. Okay, ist das dann auch mandantenfähig? Wir können Mandantenfähigkeit herstellen, nicht aus der ureigenen Lösung raus, sondern dann nehmen wir dann einen Zusatz. Das kann zum Beispiel arbeiten wir da mit einer Leo Stream zusammen oder mit Ansible. Also da gibt es wiederum viele Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, wie man das herstellen kann. Aber wir können das. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen, ja, dann Kunde kauft dir halt was, das macht, sondern das kommt auch von uns und das kommt mit uns. Und wir helfen da auch bei der Implementierung oder beim Aufsetzen, weil das aus unserer Sicht auch immer Teil der Lösung ist. Ja, es ist, also ich kenne es aus meiner Vergangenheit, das war mal so eine der ersten Fragen, gerade wenn man im Bereich Partner oder Service Provider ist, dass die, ob das mandantenfähig ist, ob sie das dann auch entsprechend einfach weiter berechnen können und wie das da skaliert. Ja, interessant. Das ist ja dann doch eher so die größere Zielgruppe oder von der Unternehmensgröße her. Jetzt ist ja, wenn du sagst, Service Provider, dass die ihren Kunden dann auch Dinge zur Verfügung stellen, fällt mir jetzt ein. Klar, wenn die ein Retail haben, können die ja auch das
das 150er, das kleine Nook-Modell weiterverkaufen? Habt ihr auch eine Art Partnerprogramm oder Resell-Programm bei Ja, Scale natürlich. Computing? Ja. Natürlich, wir machen nichts ohne Partner. Und wir haben ein Partnerprogramm, ganz, ganz klassisch, sage ich jetzt mal, mit Partnerportal und Deal-Rec-Mechanismus und Deal-Schutzmechanismus und Cool. Promotions und was man halt so hat. Also ein Partner kann auch bei uns im Partnerportal ganz viele Informationen finden und Anleitungen und White Paper und ja. Okay. Wie sieht es dann auch mit Support aus? Ich weiß, dass das auch immer eine beliebte Frage bei Partnern ist. Kriegen die dann auch Zugriff auf oder gibt es Zertifizierungen? Werden die extra ausgebildet von euch? Wie ist da das Zusammenspiel? Also unsere Lösung ist tatsächlich so einfach, dass wir keine Academy oder sowas haben. Also Okay. wir haben ein Zertifizierungstraining in unserem Partnerportal. Aber wenn man lange braucht, dann ist man nach einer halben Stunde fertig. Man muss, ja, das, wenn man die Lösung einmal gesehen hat, also wer bei uns mal eine Demo bucht, der kann danach sofort diese Zertifizierung machen. Der muss dann die Videos nicht nochmal gucken. Es ist sehr einfach. Und ja, wir haben eben unser ganzes, wir haben viele Dokumente, wir haben selbst Dokumente, die die Partner mitnutzen können und so weiter. Also Support als solches, also technischer Support oder wir haben nur ein Supportmodell 24/7/365. Okay. Wir wollen alles einfach halten. Ich sehe gerade, das passt alles schön zusammen. Es ist alles sehr einfach und ist ein schönes Versprechen. Wer sollte denn besser woanders einkaufen? Gibt es denn auch Kunden, für die eure Lösung überhaupt gar nicht geeignet ist, die das nicht brauchen können? Na gut, HCI hilft nicht gegen alles. Zum Beispiel, wer irgendwelche Metro-Cluster-Szenarien braucht mit wirklich einem hochverfügbaren Spiegel über Standortgrenzen hinweg, der muss vielleicht sich bei einer anderen Lösung zurechtfinden. Und wer zwingend einen anderen Hypervisor als unseren haben will, der wird mit uns dann am Ende auch nicht glücklich sein, aber Okay. weiß nicht, was ich jetzt noch für Nee, fadenscheinige passt, ist Gründe ja. anführen sollte. Nee, ist ja, ich meine, wenn es für eine breite Masse ist, ist ja in Ordnung, wenn das so ein schönes Produkt ist. Ich habe noch eine Frage, die ist mir jetzt gerade eingefallen, als wir über Kunden gesprochen haben. Ich weiß, dass HCI auch sehr verbreitet ist in der Desktop-Virtualisierung, also in VDI-Umgebungen. Und ich meine, heute Morgen gelesen zu haben, dass Scale Computing auch eine Partnerschaft mit Nvidia jetzt hat und GPUs in den Appliances mit anbietet für noch schnellere Deployment von virtuellen Desktops. Habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Wir haben Appliance-Serien, in die man optional GPUs von Nvidia mit rein konfigurieren kann. Wird einige sehr freuen zu hören, weil das ist ja, glaube ich, auch was gerade vor dem Corona-Hintergrund und verteilten Arbeiten sicherlich viele Firmen jetzt auch überlegen anzuschaffen, da eine verteilte Infrastruktur, wo der Mitarbeiter von zu Hause auf seine Daten zugreifen kann über eine nicht Remote-Verbindung, sondern wirklich über was Sicheres. Interessante Geschichte. Ja, ich denke, wir sind mehr oder weniger schon fast am Ende. Hast du noch ein berühmte letzte Worte, etwas, was du unserer Community noch mitgeben möchtest? Dann sage ich mal einfach nur, wer tatsächlich mal Interesse hat, man sollte sich mal eine Stunde Zeit nehmen, mit mir in Kontakt treten. Wir zeigen einfach mal, wie die Lösung aussieht, weil ich könnte, dann sage ich auch mal ganz gerne, auf Folien sind immer alle die Besten. Wir zeigen es dann auch mal ganz gerne live. Okay, sehr gerne. Das nehmen wir gerne mit, das blenden wir auch gerne im Video mit ein, dass die Leute da direkt gleich den Link haben und mitgeben, dass da auch vielleicht noch ein zusätzlicher Kontakt zustande kommt. Ja, vielen Dank. Das war Thorsten Schäfer von Scale Computing. Ich bin Kerstin von Data Disrupted und ja, war sehr schön, euch heute hier gehabt zu haben.
Auf Wiedersehen.